Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem neuen Kanal. Wie ihr vielleicht gesehen habt, taucht dort der Begriff ruthenische Nachrichten auf. Aber wer oder was ist ruthenisch? Um das zu beschreiben, müssen wir zunächst einen Schritt zurückgehen. Heute möchte ich deswegen der Frage nachgehen, was genau ist Osteuropa? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Welche Länder gehören dazu und welche nicht? Schauen wir uns zunächst einmal eine Karte von Europa an. Wie könnten wir Osteuropa jetzt durch unterschiedlichste Kriterien vom Rest Europas abgrenzen? Das Einteilen der Weltkarte in historische Räume nennt man Mental Mapping, beziehungsweise das Ergebnis dann Mental Maps, weil historische Räume immer Produkte menschlichen Denkens sind. Also, wie könnte man Osteuropa eingrenzen? Zum Beispiel durch sprachliche Unterschiede, wo werden romanische, wo slawische, wo werden germanische Sprachen gesprochen? Oder wir teilen Europa in konfessionelle oder historisch-kulturelle Räume ein. Wo leben mehrheitlich Katholiken, wo Protestanten, wo orthodoxe Christen oder wo mehrheitlich Muslime? Wir könnten die alten Grenzen vom Ersten Römischen Reich oder vom Byzantinischen Reich nehmen. Natürlich wäre es auch möglich, sich an Staatsgrenzen oder der Zugehörigkeit der Staaten zu den verschiedenen Staatssystemen zu orientieren, wie Kapitalismus, Kommunismus, Sozialismus. Auch wenn die sich natürlich im Laufe der Geschichte oft geändert haben, was ein Problem darstellen könnte. Die vierte Möglichkeit, die sich für mich am schlüssigsten erweist, ist geografisch gesehen. Der Begriff Osteuropa legt nahe, dass man sich in den Himmelsrichtung orientiert. Aber wo fängt Osten an und wo hört der Osten auf? Dazu gibt es unter Historikern unterschiedlichste Meinungen. Fangen wir im Süden an. Italien wird wegen der damaligen Zugehörigkeit zum Römischen Reich definitiv nicht zu Osteuropa gezählt. Also ziehen wir östlich von Italien eine gedankliche Linie durch die Adria. Griechenland wird wegen der ehemaligen Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich hingegen zu Osteuropa gezählt. Wir ziehen unsere Linie also weiter durch das Ionische Meer und durch die Ägäis durch den Bosporus. Dieser wird allgemein seit der Antike schon als Grenze zwischen Osteuropa und Asien anerkannt. Von dort weiter bis ins Schwarze Meer, damit wäre der Süden abgesteckt. Gehen wir nun gegen den Uhrzeigersinn weiter Richtung Osten. Dort wird das Ganze schon etwas komplizierter, denn völkerrechtlich gesehen gibt es dort keine fest definierte Grenze. Auch geografisch betrachtet gibt es dort keine eindeutigen Merkmale. Im Gegensatz zu beispielsweise Australien oder Antarktika bildet Europa halt keine eigene Landmasse, sondern ist eben mit Asien verbunden. Europa wird nur aufgrund seiner kulturellen und historischen Begebenheiten als eigenständiger Kontinent gesehen. Mit der Grenzziehung zwischen Europa und Asien haben sich schon mehrere Kartografen und Wissenschaftler befasst. Die heute am weitesten verbreitete Grenze ist die vom schwedischen Offizier und Kartograf Philipp Johann von Strahlenberg aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Dieser zog die Grenze durch eine Niederung im Kaukasus. Diese Niederung verband früher einmal das Asowsche mit dem Kaspischen Meer. Anschließend sah er den Uralfluss und in Richtung Norden das Uralgebirge als natürliche Grenze an. Aber das ist ein Thema, über das man sich heute noch sehr gut streiten kann. Im Norden wird es wieder einfacher, denn dort gibt es mit dem Polarmeer nämlich eine natürliche Grenze. Der Westen wird wieder ein bisschen komplizierter. Zunächst kann man natürlich noch die Ostsee als natürliche Grenze verwenden. Damit wird allerdings Finnland zu Osteuropa gezählt. Finnland ist ja heute ein Teil von Skandinavien, aber es zählte damals zum Russischen Reich, beziehungsweise gehörte zum Russischen Reich und kann damit zu Osteuropa gezählt werden. Was allerdings wieder Ansichtssache ist, andere Wissenschaftler oder Historiker sehen Finnland aufgrund der heutigen Zugehörigkeit eher nicht dazu gehörig. Das Baltikum gehörte bekanntlicherweise bis 1991 zur Sowjetunion, ist damit Osteuropa. Nun wird es aber ein bisschen schwieriger, und zwar Polen. Wir könnten Polen komplett zu Osteuropa zählen, was aber nicht ganz korrekt wäre, wenn man die Teilung von Polen-Litauen und die Westverschiebung von Polen berücksichtigt.
Wir könnten die Konfession zur Hilfe nehmen, die Grenze zwischen orthodoxer und katholischer Religion ziehen. Dann würde Polen zum Großteil nicht mehr zu Osteuropa zählen. Aber wenn wir doch die Sprache betrachten, Polnisch ist eine slawische Sprache, somit könnten wir Polen wieder doch zu Osteuropa zählen. Gehen wir ein Stückchen weit an den Westen, könnten wir uns fragen, was ist eigentlich mit der ehemaligen DDR? Damals Teil des Warschauer Pakts und damit östlich des Eisernen Vorhangs. Hat die Wiedervereinigung die Grenze zwischen Ost- und Westeuropa verschoben? Welche historische Epoche sieht man als Hintergrund für die Grenzziehung an dieser Stelle, ist die große Frage. Und gehört Polen, seitdem es Mitglied in der EU und in der NATO ist, vielleicht sogar gar nicht mehr zu Osteuropa? Ihr seht, gerade die Westgrenze ist besonders schwer zu definieren, da sie sich sogar heute noch zu verschieben scheint. Weiter südlich stoßen wir auf Tschechien, Österreich und Ungarn. Durch die damalige böhmische und ungarische Krone zählen wir Tschechien und Ungarn traditionellerweise zu Osteuropa. Über Österreich lässt sich natürlich streiten, immerhin bildete Österreich lange Zeit eine Personalunion mit Ungarn. Normalerweise wird Österreich aber eher nicht zu Osteuropa gezählt. Noch etwas weiter südlich schließt sich der Balkan an, der aufgrund seiner damaligen Zugehörigkeit zum Osmanischen Reich in der Regel komplett zu Osteuropa gezählt wird. Wie ihr seht, gibt es gar keine eindeutige abschließende Definition, was nun alles wirklich zu Osteuropa zählt und was nicht. Trotzdem hat euch das vielleicht als Einführung so ein bisschen weitergeholfen. Auf meinem neuen Kanal möchte ich in Zukunft den Fokus auf Ostmitteleuropa legen, das heißt auf das Baltikum und auf Polen und auf Osteuropa im engeren Sinne, also auf Weißrussland und auf Russland. In der Beschreibung stehen ein paar Quellen, falls ein oder andere sich noch weiter damit beschäftigen möchte. Abonniert mich gerne, dafür klickt einfach hier oben. Oder schaut mal bei Facebook vorbei, dort liegt mein Fokus eher auf aktuellen Nachrichten auf Osteuropa. Den Link dazu findet ihr hier. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Paka und Dosvidanya.